Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD 2 im Ranglistenmodus. Ich gehe ins Burg rein. Welcome to Nova. Ach du Kacke. Das gefällt mir. Das nehme ich. Genauso wie es ist. Aber wir können hier mit dem Metzger unheimlich viel machen. Mein Start, Upgrade, ready. Fürst des Todes mit dabei, Metzger und Albtraum, super stark. Let's go. Und goldener Nimbus Start. Wenn ich ihm eine Schnecke reinschicke, dann sieht er alt aus. Wenn er nächste Runde nichts dazu stellt. Ist auch ein Metzger dabei. So, Pyrin in Split. Schnecke geht mit raus. Könnt ihr mir schon ein Early Lead bringen? Je nachdem, ob jetzt noch was hinbaut oder ob er vielleicht ein bisschen Glück hat mit dem Zielen. Ganz weit hinten hingestellt. Gab es eine Aufwertung? Er hat es geschafft, gerade so. Gerade so. Okay. Das heißt, hier stelle ich den Metzger hin. Das ist immer ein guter Plan. Einen Borg hat er noch hingestellt. Schick mal eine Turtle mit rein. So sieht das doch schon gut aus. Starcaller Start mit Pega mit einem Manaus. Aufwertung ging mit raus, sehr gut. Ja, er könnte was geschickt kriegen. Sehr schön. Bin ich gut durchgekommen. Das heißt, ich muss gucken, dass ich im besten Fall etwas mehr Bau, um ihn zu covern. Eventuell. Ich brauche einfach einen zweiten Mudman hin. Mehr kann ich eh nicht. So, und dann schicke ich ihm auf der 6 nochmal was rein. Nochmal ein Robo vielleicht. Je nachdem, was er jetzt noch baut.
Eisige Berührung, Fähigkeitsschaden. Immer noch nichts geschickt bekommen. Okay, wir müssen auf jeden Fall die Mudmans nächste Runde verstärken. Er hat gut verkackt, sehr schön. Ich werde den Rocker mal holen. Ah, für den Metzger reicht es leider nicht. Wir werden erstmal verstärken. Dann stelle ich in den Spit noch einen rein. Alter, 200. Der doch die ganze Zeit gesammelt. Mimik. Um die Kohle rauszuholen. Jünger, stimmt, ist nicht Starcrawler. Jünger macht aber gute Arbeit. Er hat es gerade so gehalten. Ein Klopp und da war er da holen. So, jetzt können wir hier ganz entspannt aufwerten. Ich baue mal einen mehr. Die Mudmen sind diese Runde schwach und davon habe ich drei. Wir könnten auf 8 oder 9 schicken. Kriege ich wahrscheinlich nicht down. Doch, kriege ich down. Für ihn macht es jetzt Sinn. Wahrscheinlich. Hat doch schnell was reingepresst. Wir werten den mal auf. Wir könnten Unholde reinschicken. Nee, das macht keinen Sinn. Wir machen zwei Dinos. Okay, den Rocker packe ich wieder raus. Wenn gesammelt wird, gehe ich lieber auf Nummer sicher. Ich muss mir auch langsam den Albtraum dann aufbauen. Ja, war eine gute Entscheidung. Er schafft es auch noch. Oh, der hat ihn hochgepusht. Geld. Das könnt ihr so einfach weiter drauf halten. Das funktioniert einfach.
Ja, mach das. Das bringt mir nichts, wenn ich das schicke. 10 bringt mir gar nichts. Ich komme auf jeden Fall durch, das ist gut. Ich werde auf 13 angegriffen. Aber ich kann auf jeden Fall noch einen Berserker bauen. Albtraum meine ich. Wenn ich den nicht sogar upgraden kann. Nee, können wir nicht upgraden. Aber die können wir gut aufbauen. Was soll ich jetzt hier mitschicken? Es macht gar keinen Sinn. Ich werfe lieber den King auf. Es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt mitschicke. Das ist eine starke Welle für ihn. Da kann ich nichts machen. Oh. 340 ist nicht schlecht. Ah, da kacke ich auch nicht ab. Geisterritter war zu stark. Er hat aber auch ordentlich durchgelassen. Kannst du das blocken? Ja, bestimmt. Sorry, Jünger. Naja, doch nicht. Ah, ich habe den King gut aufgewertet. Jetzt geht's los hier. Fürsten des Todes. Fürst des Todes, der bringt mir den Sieg. Metzger muss den hier noch hinstellen. Gut, aber viele Aufwertung dabei. Kann ich ruhig noch einpushen. Eigentlich sogar noch einen. Jetzt hauen wir den Metzger mal rein. Nee. Nee. Machen wir noch lieber noch einen Locker davon. Voreis wäre stark. Voreis muss sein. Der macht den weg, der macht den weg, der macht die weg. Voreis muss sein. Huni. Gucken wir, was ich sonst noch so zusammenkriege.
Hier werden wir erstmal verstärken. Hier können wir nochmal verstärken. Sollte reichen. Ja, komm, ich stell ihn noch hin. 140 kriege ich noch zusammen. Oh, man hört noch ein. Warum nicht? Millennium. Sehr gut. Yes, my lord. Consider it done. Er muss mehr Worker holen. Er liegt ganz schön weit zurück, was Worker angeht. Nee, da müssen wir jetzt nichts. Oder? 20? Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Gut weggeblockt. Ich werde lieber auf. Davon habe ich mehr. Was ist der Schadensunterschied? Enorm. Von 59 ist das Dreifache. Die ganz schön weit zurück. Ich bin noch gut dabei. Feuer ist geschickt, 3 Einigkeit mit raus. Da haben wir natürlich ein ordentliches Upgrade. Den werden wir jetzt mal upgraden. Jetzt machen wir hier aber die volle Breitseite. Verstärken wir. 150. Ein bisschen Stichschaden könnte ich noch mit reinschicken, ja? Machen wir so. Sehr gut, dass ich verstärkt habe. Ich finde es mal ein bisschen Frontline, der Hades tankt hier mit. Oh, das sieht verdammt gut aus. Holy shit.
Sehr schön. Das war eine gute Runde. Victory. Wirklich. Da ist es. Es ist soweit. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Da steht's. Hier. Endlich Experte. Geil. Das habe ich mir aber auch verdient. Das war's mit der weiteren Runde Legion. Schaut doch gerne bei der anderen Videos mit vorbei. Das war's aber für heute mit Legion. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.